Wien heute mit Elisabeth Vogel. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Die Wiener Polizei hat 4 mutmaßliche Erpresser festgenommen. Die Tschetschenen sollen einem Familienvater mit der Enthauptung seiner Kinder gedroht haben, wenn er ihnen nicht 2000 Euro bezahlt. Später wollten sie noch mehr Geld. Jetzt wird ermittelt, ob die Verdächtigen zu einer Bande von sogenannten Sittenwächtern gehören. Der Impfplan der Stadt Wien sieht vor, dass Personen über 80 und Risikopatienten erst ab 15. Februar geimpft werden sollen. Ob der Plan hält, das steht noch nicht fest, heißt es heute aus dem Büro des Gesundheitsstadtrats. Ab morgen muss in den Geschäften eine FFP2-Maske getragen werden. In den großen Supermarktketten soll es die Masken ab morgen gratis geben, zumindest für einige Tage. An die Maskenpflicht hält, der muss laut der Verordnung der Regierung mit einer Strafe von 25 Euro rechnen. Ab morgen müssen wir auch mehr Abstand halten. Der Babyelefant wird größer und ist jetzt 2. Die ehemalige Pension Agnes in Sievering hat schon bessere Zeiten gesehen. Seit 2010 ist die frühere Herberge nicht mehr in Betrieb. Jetzt zieht in das Gebäude wieder neues Leben ein. Das Projekt zur schönen Agnes startet. Es wird keine neue Pensionerinnen und Turner, die zu sehen sind, sind übrigens Covid getestet. Mit Turnern können Sie ab morgen täglich um 8 Uhr in ORF Sport Plus. Und hier in ORF2 gibt es gleich die Wetteraussichten für den Wochenbeginn. Ich sage davor, schönen Abend, starten Sie gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen, bis morgen.